A trip to my. Heart. Hi, Freunde, und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute haben wir keine weitere Scorpion Challenge hier in diesem Video, sondern wir haben ein Informationsvideo zu Food Birthday Swaps. Ihr habt es euch gewünscht, ein separates Video, wo ich euch nochmal alles erkläre zu der Food Birthday Swaps Geschichte. Also hier bekommt ihr alle Informationen, was ihr wissen müsst. Wir schauen uns an, was für Token gibt es, wie schalten wir uns die frei, wie kommen wir an die Boni und so weiter und so fort. Falls ihr noch Fragen habt, Bezug auf die Food Birthday Swaps Promo, dann lasst mich dir gerne wissen in den Kommentaren einmal unten. Bevor wir reinstarten in das Video, würde ich euch bitten, gerne Liebe da zu lassen. oder Likes gehört wir als Ziel raus, lassen Sie sich heute wieder so schnell wie möglich voll machen. Lasst ordentlich Liebe da und ihr wisst Bescheid, wie gesagt, Fragen in die Kommentare. Wenn ihr es aber noch nicht getan habt, FIFA 22 Content generell feiert und noch kein Abo da gelassen habt, dann holt das sehr, sehr gerne nach. Glocke kostenlos aktivieren, das geht ganz unten ganz, ganz schnell. Wäre auf jeden Fall mega nice, wenn ihr natürlich dann heute Abend zum Beispiel zum frischen 19 Uhr Content wieder. Einschaltet. Also, wir gehen jetzt Step für Step einmal alles durch, so wie wir das zu der Wildcard-Promo auch schon gemacht haben. Food Birthday Swaps Geschichte steht jetzt an. Gestern war der erste Tag, endlich mal wieder eine ordentliche Promo. Food Birthday ist richtig, richtig heftig reingestartet. Vielleicht habt ihr das Video auch von gestern schon gesehen. Ja, und an Tag 1 gab es ja schon mal vier Token. In Bezug auf Token sammeln kann ich euch nur empfehlen, jeden Abend auf jeden Fall einzuschalten in die Videos. Falls ihr aber mal hier und da schnell abchecken wollt, welche Token fehlen mir noch, welche Token brauche ich vielleicht und so weiter und so fort, könnt ihr gerne uns bei Instagram auch folgen. Lasst da gerne ein Follow da, werde ich auf jeden Fall jeden Tag in der Instagram Story euch auf dem Laufenden halten in Bezug auf die Swaps Token. Da gibt es einen Tracker und wenn die 24 Stunden von der Story abgelaufen sind, findet ihr das Ganze in den Highlights. Also checkt das gerne ab. Auch da ist mir Archie Gaming gerne einmal abchecken. Fangen wir aber jetzt mal an. Ihr sitzt ja einmal im Loading Screen. Gestern Abend war es noch nicht am Start. Jetzt sehen wir es und zwar die jeweiligen Rewards. Da fehlt aber ein Reward, den zeige ich euch gleich. Aber auf jeden Fall steht da Food Birthday Tausch. Tausche deine Food Birthday Token ab Freitag, den 11. März, gegen Boni ein. Ja, und in diesem ersten Satz haben wir schon die erste wichtige Information. Ab Freitag, den 11. März, also heißt nächste Woche Freitag, gibt es dann tatsächlich die Boni, die wir uns dann auch abholen. Können. Gestern ganz oft gefragt, wie sieht's aus? Was, wo sind die Belohnungen? Wo können wir uns denn die Belohnung holen? Die kommen erst nächste Woche Freitag am 11. März, also raus. Und dann drunter ist dann aufgelistet. Wir gehen gleich nochmal rein in die Liste, welche Rewards wir uns abholen können. Für 22 Token gibt es eine Spielerwahl. Ähm, Zu Food Birthday Team Nummer 1. Also da bekommt ihr dann für 22 Token eine Spielerwahl, die aber, wie gesagt, äh, nur zwei zur Auswahl hat. Nur zwei zur Auswahl. Ich zeige euch das gleich auf der offiziellen EA-Seite. Da ist schon eine Irritation gestern stattgefunden im Kommentarbereich. Da hat jemand reingeschrieben, es würde irgendwie drei Spielerwahlen geben. Nein, es gibt zwei. Player Picks bei dem ersten Reward. 17 Token. Da bekommen wir dann Avia. Den sehen wir da als 90er Graded Karte schon. Und dann haben wir für 14 Token ein 86 plus mal 7er Pack. Ein ganz, ganz frisches, neues Pack am Start. Ich denke, darauf werde ich auf jeden Fall gehen. Welche Rewards ihr übrigens holt, lasst mich das gerne mal wissen. Ähm, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde euch gleich zeigen, welche ich wahrscheinlich wählen werde. Dann haben wir für 10 einmal äh, von Mainz äh, Boetius. 89er Graded ZM-Karte sehen wir da. Und dann haben wir noch für 10 auch. Auch 10 muss man sagen. Für auch 10 Token Foot Birthday 1 Spieler-Pack äh, aus Team 1 wohlgemerkt. Und dann haben wir aus, äh, durch 8 Token ein Foot Birthday Christian Anzaldi. 5 Token ultimatives Pack und 3 183 bis 90er mal 6er Spieler Pack. Ja, und da fehlt dann noch ein Reward und das sind zwei Token. Da gibt es dann ein, für zwei Token ein 50k Set, zeige ich euch aber gleich auf der offiziellen EA-Seite. Hierum geht es um die Token und die Frage eigentlich, wie viele Token gibt es eigentlich? Ja, und auf diese Frage, wie viele Token gibt es eigentlich, gibt es eine ganz einfache Antwort. 24 Stück sind es von der Anzahl her. Wir gucken uns das bei Fundbin an. Da sehen wir jetzt, wenn wir mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Token. Der 24. soll anscheinend hier der Junker sein. Das ist aber ein Fail. Er sieht, er ist als Food Birthday-Karte hier einmal mit drin. Und wenn wir dann bei mehr neuen Spielern uns das Ganze anschauen, dann sehen wir auch einen, der gestern released worden ist hier unter den Spielern ganz unten und zwar Serpices. Ja, und ich hatte es am Anfang des Videos schon gesagt. Wir haben vier Token for free. Gab es den ersten Token ISA. Das heißt, wenn ihr also einmal aus Ultimate Team rausgeht und wieder reingeht in ein Ultimate Team, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Free Token sozusagen bekommen. Das ist Token Nummer eins. Weiter geht es dann in den Objectives, in den Zielen. Da haben wir bei der Food Birthday Rush Geschichte in der dritten Aufgabe Dozens, äh, Dutzend äh, haben wir einen äh, Token zum freischalten. Und dann haben wir bei Tammy Abraham in der zweiten Aufgabe haben wir einen Token versteckt. Das sind einmal von Aue Siaric, wie er ausgesprochen wird, und dann den Griechen Serpisis, den ich euch da eben gezeigt habe. Das sind die zwei weiteren Token, also insgesamt drei. Und der vierte Token, das ist er hier, der Chinese, und der versteckt sich eben in der Foot 12 Squad Building Challenge. So, und jetzt wird es interessant, Freunde. Jetzt wird es interessant. Und zwar gehen wir mal rein. Und zwar zu der Tauschgeschichte. Ihr habt die Frage gestellt, ja, wo bekomme ich denn jetzt diese Rewards? Am 11., also nächste Woche, Freitag, 11. März, wird hier in diesem Swaps-Ding, ja, wo wir jetzt aktuell die eigenen Swaps haben, wo wir auch die FGS-Swaps drin hatten und so weiter und so fort, wird hier dann genauso wie auch hier aufgelistet, die Rewards dann hintereinander aufgelistet sein, ja. Also, da werden dann diese Rewards, die wir eben besprochen haben, ja, äh, ganz entspannt, also heißt hier die Player-Pick-Geschichte, Avia und so weiter und so fort, werden dann hier aufgelistet sein. Also, da einfach bis zum 11.3. warten und bis zum 11.3. halt dann versuchen, so viele Token wie möglich einzusammeln. Wichtig ist aber jetzt, und jetzt wird es wie gesagt interessant. Es gibt natürlich über diesen Zeitraum, und da gehen wir mal auf die offizielle EA-Seite, gibt es natürlich darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, Token einzusammeln. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal durchlesen, sehen wir, okay, alles wunderbar. Es wird zwei Teams geben. Also am 11. März kommt nochmal ein zweites Team. Second Team Following on Friday 11th. Ähm, also am 11. März kommt nochmal ein zweites Team. Das ist auf jeden Fall hier auf jeden Fall bestätigt. Wissen wir Bescheid. Und dann heißt es hier, dass wir halt eben über Squad-Building-Challenges... Und so weiter und so fort eben diese coolen Food Birthday Karten einsammeln können. Login Bonus gibt es auch, also einloggen zwischen dem 4. März äh, und dem 18. März. Und dann bekommen wir ein untradable seltenes Spieler Pack. Und der Absatz darunter liest es dann folgendermaßen Food Birthday Swaps. Da heißt es dann Swaps ist zurück mit dem Food Birthday allowing you to earn tokens which you can exchange for rewards. So, und hier ist es jetzt, Earn Your First Foot Birthday Swaps Token by Logging into FIFA Ultimate Team. Das habe ich euch eben gezeigt, der Token for Free. Ja, und äh, da habt ihr Zeit, den abzuholen zwischen dem 4. März und dem 18. März. Also da habt ihr auf jeden Fall die Zeit, diesen Token for Free abzuholen. Weiter geht es. Wenn ihr den dann geholt habt, können wir, you can earn up to 20. Four Foot Birthday Swaps Token, also in Game. 24 Token, eben äh, schon gesagt, gibt es eben insgesamt zum Abholen. Weiter heißt es dann: Foot Birthday Swaps Token will mostly be made available across various uh, Squad Building Challenges and Objectives, und um, with one being offered in a Pack. Also da auch wieder ein Token tatsächlich im Pack verfügbar wird dann irgendwann im Foodstore Store verfügbar sein, during the Food Birthday Campaign. Also während des Food Birthdays, bis zum 18. geht der Food Birthday, wird irgendwann ein Pack äh, verfügbar sein, da wird ein Token mit am Start sein, ja, und äh, die restlichen Token, die wird dann eben durch Squad-Building-Challenges und Objectives, wie auch gestern schon, eben da hatten wir zwei Objectives und eben diese eine Squad-Building-Challenge, also vor 12, das wird natürlich heute noch weitergehen wahrscheinlich, mit vor 13, dann am nächsten Tag vor 14 oder alle zwei Tage Release, das werden wir uns heute Abend genauer anschauen, aber eben durch SBCs, durch diese Puzzle-SBCs beispielsweise, aber durch andere SBCs vielleicht auch, vielleicht durch zum Beispiel eine 84-Plus-Player-Big-SBC, die rauskommt, es kommt vielleicht eine Party-Bag, wo dann auch wieder, so wie bei der Future-Stars-Pro beispielsweise, ein Token mit hinter ist und und so weiter und so fort. Also das ist das was wir so erwarten können. Und dann jetzt ganz ganz wichtig, you can redeem the tokens, also die kannst du dir einlösen in dem Zeitraum von eben, dem 11. März bis zum 24. März. Also ganz ganz wichtig, nicht jetzt am 11. direkt hingehen und sagen, oh, ich habe jetzt leider nur so so viele äh, Token eingesammelt bis zum 11., also kann ich nur das und das an Rewards abholen. Nein. Nachdem am 11. dann die Rewards tatsächlich in den Squad Challenges zwar verfügbar sind, wird es noch weitere Token geben. Also dann nicht direkt hingehen und alles einlösen, sondern wirklich, wirklich dann auch warten, bis zum Beispiel am äh, 18. März. Dann nachschauen, wie viele Token habe ich eigentlich. Und dann halt hingehen und sagen: Okay, ich löse das Ganze Jetzt ein. Für euch selber müsst ihr natürlich entscheiden, werde ich das Pack öffnen. Da warten wir auch wieder ab, ob das ein 50k Set ist, ob das ein 25k Set ist, ein 40k Set. Das müssen wir noch abwarten, was das für ein Set ist und was es auch dann beinhaltet. Nur den Token, ist da vielleicht ein Draft Token mit dabei und so weiter und so fort. Das werden wir dann früher oder später sehen. Aber hier sehen wir auf jeden Fall alle Rewards. Ich werde euch die in die Beschreibung auf jeden Fall nochmal reinballern. Eben 22 Tokens, das haben wir in-game nicht gesehen. Und hier steht es: zwei Players shown. Also, zwei sind zur Auswahl. Ein Player-Pick aus zwei Spielern. Und wichtig ist hier, auch wenn ihr dieses Ding aufmacht, während Team 2 schon draußen ist, das ist wirklich nur ein Player-Pick bezogen auf Team Nummer 1. Dann haben wir, wie gesagt, für 17 Token den Avir 90er-Rating. Dann haben wir für 14, wie gesagt, dieses wunderbare neue Pack. Boetius, dann weiterer Spieler. Ebenfalls für 10 Token gibt es dann ein. Auch hier wieder Team 1 Pack, wichtig, also Team 1 Spieler ist da nur drin. One Foot Birthday player, player from Team 1 ist da auf jeden Fall drin. Also, das ist das, was ihr für 10 Token dann bekommt. 8 Token gibt es dann an Sal, die 88er Overall, dann ultimatives Pack für 5, für 3 Token, dann eben dieses wunderbare Pack und ein Rare Players Pack nochmal für 2 Token. So, die Sache ist jetzt folgende, wenn ihr insgesamt 24 Token einsagen ja, dann habt ihr 22 Token beispielsweise für die Player-Pick-Geschichte abgegeben, habt dann vielleicht noch zwei Token, dann könnt ihr nur das seltene Spieler-Pack einmal holen, ja. Das ist Punkt Nummer 1. Vielleicht holt ihr aber dieses Bonus-Pack gar nicht ab, äh, durch eben diesen Food-Store und habt nur zum Beispiel 23 Token, insofern habt ihr dann einen übrig, mit dem könnt ihr dann theoretisch nichts mehr machen. So, die Frage ist natürlich, okay, was macht ihr? Holt ihr euch zum Beispiel Brutius? Und habt dann noch 14 Token. Was macht ihr mit den 14 Token? Holt ihr euch dann dieses Spieler-Pack beispielsweise. Holt ihr euch einen Ansaldi. Was macht ihr dann mit den anderen Token? Und so weiter und so fort. Das sind Fragen, die ihr euch natürlich dann stellen müsst. Ähm, ich werde auf jeden Fall auf dieses 86x7er Pack gehen. Bin ich sehr interessiert an der ganzen Geschichte. Player Pick-Geschichte, bin ich gar nicht dran interessiert, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ähm, denn äh, ich werde wahrscheinlich der ganzen food Birthday Zeit einiges an Sets durch die Ligen, Upgrade-SPCs und so weiter öffnen. Insofern bin ich daran nicht interessiert. An den Spieler, da müssen wir mal schauen, ob ich da vielleicht daran interessiert bin. Aber auf jeden Fall bin ich an diesem 14-Token-Ding interessiert. Dann hätte ich so gesehen, wenn ich auf alle Tokens gehe, noch 10 Stück am Start. Ob ich dann Boetius hole? Ich denke, ich hole das Pack auf jeden Fall nicht. Ähm, an Saldi ist auch die Frage, ob ich ihn hole? Ja, nein. Und sonst werde ich definitiv auf Pack Rewards gehen. Heißt ultimatives Pack. Oder beispielsweise dann hier insgesamt, wenn ich dann noch 10 Token frei habe, 14 hier und dann eben hier. 3, 2, 5. Insgesamt gibt das 10 Token. Und dann habe ich hier auf jeden Fall die kompletten Pack-Rewards einmal mitgenommen. Wie das Ganze dann aussieht, werden wir uns die nächsten Tage auf jeden Fall anschauen. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was nehmt ihr für Rewards. Ich hoffe, ihr habt das Ganze jetzt ein bisschen überblickt, ein bisschen verstanden. Und äh, wie gesagt, es gibt eben diese Token freischaltbar, eben in diesem ganzen Zeitraum der Food Birthday Promo. Wie und wann die kommen, erfahrt ihr hier täglich in diesen Videos. Und äh, wenn ihr, wie gesagt, uns bei Instagram folgt, dann werdet ihr es da auf jeden Fall der Story auch erfahren. Also, Dankeschön für euren Support. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst Liebe da, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann morgen oder heute Abend schon, wenn ihr Bock habt, in einem neuen Video. Also, haut da rein, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.